Also das ist der Hadith von Sahel ibn Hunayf. Das heißt Hunayf und nicht Hanif. Manche lesen das Hanif. Es ist aber die Verkleinerungsform von Hanif, Hunayf. Wie wenn man sagen würde Kitab und Kutayb. Kutayb ist die Verkleinerungsform von Buch, also Büchlein. Und hier auch Hanif und Hunayf. Er ist Badri. Er gehört zu den Badriyun. Und deswegen, als er verstarb in Kufa im Jahr 38 nach der Hijra, hat Ali radiallahu anhu für ihn sein Salat al-Jinaza verrichtet, das Totengebet, und hat den Takbir 6-mal ausgesprochen. Wir kennen das eigentlich aus dem Salat al-Jinaza, dass man den Takbir 4-mal ausspricht, wie es in zahlreichen Berichten überliefert wird, unter anderem bei Al-Bukhari in der Geschichte von Al-Najashi, als Al-Najashi verstarb. Ich glaube, das ist die Überlieferung von Anas. Er sagte, Kabbar al-Nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam ala al-Najashi arba'an. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat für den Najashi 4-mal den Takbir gesprochen. Also beim Salat al-Jinaza. Das ist das Gängige, was man kennt. Als Ali für Sahel das Gebet betete, sprach er den Takbir 6-mal aus und sagte, er ist ein Badri. Er gehört zu den Badriyun. Das heißt, es war der Madhab von Ali, dass das Gebet der Badriyun mit 6 Takbirat gebetet wird. Übrigens, das Salatul Jinaza hat kein Ruku', ne? Kein Ruku' und kein Sujud. Also es ist ein Gebet, das man nur im Stehen verrichtet. Es gibt keine Verbeugung und keine Niederwerfung in diesem Gebet. Tayyib. Dieser Mann, Sahel ibn Hunayf, ist wie gesagt von den Badriyun. Er hat an sämtlichen Mashahid des Gesandten sallallahu alaihi wa sallam teilgenommen und zählte zu denjenigen, die am Tag von Uhud standhaft geblieben sind, nicht geflüchtet sind und den Propheten sallallahu alaihi wa sallam weiterhin verteidigten. Es gibt ca. 40 Ahadith von Sahel ibn Hunayf radiyallahu anhu, die überliefert werden. Davon sind nur 4 in den Sahihain, also in beiden Sahih-Werken, die sogenannten Muttafaq alayh Ahadith, die bei Bukhari und Muslim überliefert werden.